diese Erzählung ist weit mehr als bloße Fiktion. Bist du David Copperfield? Ja, der bin ich. Es ist die wahre Geschichte jenes Lebens, das ich einmal führen sollte. Deine Mutter ist krank. Wie krank genau? Ernsthaft krank. Bedrohlich krank. Sie ist tot. Unser Beileid. Menschen von starkem Charakter merke ich mir leicht. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist wohl noch zu früh für Sherry. Ein wenig zu früh. Ich webe die Erinnerung an sie. Nur herein. Wir bilden eine Schlange. In meine Lebensreise ein. Wir sind ruiniert. Wie eine Ruine. Der Gerichtsvollzieher. Inwiefern ruiniert? Wie eine große Ruine. Deckung. Wir könnten ihn doch als Haustier behalten. Es war nur ein Witz, Verzeihung. Meine Kenntnis gesellschaftlicher Umgangsformen stammt aus Büchern. Das müssen wir gebührend feiern. Oh ja! Welch ein bemerkenswerter Tag! Hast du das gehört? Ich bin ein Wahnsinniger! Was für ein Abenteuer! Nicht den Kopf stoßen! Was machen Sie da? Medizin. Ich erwecke Sie zum Leben. Das ist Salatdressing. Tatsächlich? Vielen Dank. Wie war der Name gleich? Copperfield. 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 Das ist Crabford Trotterfield. David Copperfield. Oh, Esel! Das ist eine eselfreie Zone! Eine bemerkenswerte Frau. Liebenswürdig.